Hallo, ich bin der Carsten Gundermann. Als ich 14 Jahre alt war, fand ich in einem Antiquariat dieses Büchlein, das Tao Te Ching von Laozi. Ich blätterte damals so hinein und fand Dinge wie zum Beispiel: Wer sich zu begnügen weiß, ist reich. Reich ist, wer sich zu begnügen weiß. Oder: Die Klinge, immerfort geschärft, sie bleibt nicht lange Klinge. Der Saal mit Gold vollgestopft, er ist vor Räubern nicht zu bewahren. Diese kurzen, markanten Gedanken weckten mein Interesse an der chinesischen Philosophie. Und keine 10 Jahre später studierte ich in Peking und komponierte meine erste Peking-Oper. Nun haben meine Freunde von Latte del Mondo mich gebeten, das Tao Te Ching für sie zu komponieren, das Buch, mit dem für mich damals alles begann. Ich habe das gern getan und bald ist Premiere. Kommt vorbei, es lohnt sich.